Jetzt schlägt die Stunde der internationalen Diplomatie. Nach dem Vorschlag aus Moskau will Frankreichs Außenminister Fabius im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorlegen. Dort ist die Kontrolle der Chemiewaffen festgeschrieben, aber auch die Sanktionen, falls Syrien sich nicht an Abmachungen hält. Bundesaußenminister Westerwelle will darüber hinaus klären, wer hinter dem Chemiewaffenangriff vom 21. August steckt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Deswegen bleibt für uns auch die Befassung des Internationalen Strafgerichtshofs mit dem Chemiewaffeneinsatz vom 21. August in Syrien weiter auf der Tagesordnung. Das geht allerdings deutlich weiter als das, was Moskau vorschwebt. Denn bislang besteht Außenminister Lavrov darauf, Assad steckt nicht hinter der Giftgasattacke. Trotzdem, man arbeite an einem Plan, der die Vereinten Nationen mit einbeziehe. Unser Vorhaben wird so konkret und effektiv wie möglich werden. Wir stehen dafür in ständigem Kontakt mit der syrischen Regierung. Und tatsächlich hat Syrien inzwischen eingewilligt, seine Chemiewaffen kontrollieren und vernichten zu lassen. Die syrische Opposition bleibt skeptisch. Die Verhandlungen würden Assad nur Zeit schenken, in der er weiter ungehindert Krieg gegen sein Volk führen könne.